Aloha, meine geliebten Menschenseelen-Leuchttürme. Seid herzlich willkommen. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für dieses wunderschöne Zoom-Call-Treffen, was wir hatten. Es waren in der Hochzeit 24 Leute dabei und das hat natürlich mein Manifestiertes noch ein bisschen getoppt, wobei es nicht auf die Zahl ankommt. Klar, aber je mehr wir sind, desto kraftvoller ist unser Feld. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut und ich habe es als sehr innig und wertschätzend mit euch empfunden und bin euch sehr dankbar, dass ihr dabei wart. Ich wünsche mir, dass ihr immer weiterkommt und immer mehr dazu kommt. Das ist jetzt gerade meine Vision, denn das ist eine sehr schöne Form des Austauschs, weil wir uns sehen, weil wir miteinander sprechen können. Und das Einzige, was eben fehlt, ist, dass wir ein bisschen Körperberührung haben. Aber das kann man auch energetisch machen. Also danke nochmal. Ich hatte heute wieder einen Impuls. Und wir haben eine sehr schöne Idee, euch vorzustellen, was den Zoom-Call betrifft und unser Treffen auf dieser Plattform. Und zwar möchten wir einen Seelenleuchtturm Heilkreis oder eine Heilrunde installieren, dass wir also uns dort begegnen aus verschiedenen Ecken. Also das heißt, die einen, die kommen, weil sie ein Problem haben, körperlich oder seelisch, und Hilfe brauchen. Die anderen kommen, weil sie gerade leuchten und Energie geben möchten. Und die dritte Gruppe, das sind dann die Menschen, die lernen möchten, wie man anderen Energie geben kann und dadurch einen Heilprozess in Gang bringt. Und den Körper und das Energiefeld begleitet, stützt und fördert. Und dann habe ich mir das so vorgestellt, wir nehmen dann einen Menschen in unsere Mitte, muss nicht einer sein, wenn mehrere da sind, die was haben, machen wir das nacheinander. Jedenfalls kommt einer in die Mitte, der gerade nicht so richtig leuchten kann, weil eben eine Blockade ihm im Wege steht. Und dann geben wir alle unsere Leucht-Liebesenergie in ihn. Das zeige ich euch, wie man das macht oder wie wir das im Kollektiv dann tun und umsetzen. Und Yvonne, die ist dann im Hintergrund und spürt die Aussage hinter der Blockade, um was es konkret geht. Und das kann sie entweder, das entscheidet dann der Leuchtturm in der Mitte, ob er das öffentlich in dieser Runde, die ja sehr intim ist, offen aussprechen möchte, damit auch noch vielleicht andere Ideen und Impulse kommen zur Hilfe. Oder es geht per Chat im Zoom, dass Yvonne das auch mit dem betreffenden Seelchen machen kann. Und ich werde währenddessen die Chakren öffnen. Und die anderen geben diese Energie hinein. Und dann können wir sofort sehen, ob eine Besserung eintritt, was in der Regel geschieht. Und wenn es nicht geschieht, dann wissen wir aber, dass wir etwas in Gang gesetzt haben und dass das sich die nächsten Tage oder Wochen, je nachdem, wie lange dieses Problem existiert, sich entwickelt und verschwinden darf. Weil unsere Blockaden und unsere Gefühle zeigen sich jetzt alle. Jetzt ist die Zeit, wo wir aufräumen können, wenn wir die Chance nutzen.
Es wurde ja prognostiziert, dass es jetzt im Juli und vielleicht auch im August ein bisschen leichter wird, energetisch, und sich für uns dann auch leichter anfühlt. Aber ich erkenne schon so Tendenzen, dass man da auch zurückrudert. Dass es doch das ganze Jahr über eine Herausforderung wird. Und im Grunde liegt es auf der Hand bei all dem Wahnsinn, der gerade geschieht um uns herum. Der politische Wahnsinn, den wir irgendwo aushalten müssen. Und zusätzlich eben die kosmischen Energien, die uns erreichen und die nicht spurlos an uns vorüberziehen können, ganz klar. Und wir können das als Chance sehen, bei uns Inventur zu machen. Wir hatten jetzt im Call, im Vollmond-Call, hatten wir ein Ritual gemacht, dass wir alte Muster abgegeben haben, indem wir sie bewusst wahrgenommen und dann eben auch mit einem besonderen Ritual dem Universum übergeben haben. Und gleichzeitig Neues visualisiert und manifestiert. Wir können nicht erwarten und davon ausgehen, dass wir das tun und zack ist es weg. Ich denke, das können wir bald in den nächsten Jahren, weil wir alles in einer Art Lichtgeschwindigkeit vollziehen können in dieser jetzigen Energie, die wirklich rasant abgeht. Aber jetzt im Moment ist es alles noch zäh wie Kaugummi. Das heißt, alle, die das Ritual mitgemacht haben, ich habe das von dem einen oder anderen gehört und ich spüre es auch an mir selber. Und ich sehe es auch bei Yvonne. Es ist nicht unbedingt die Erleichterung eingetreten, sondern es zeigt sich eben nochmal alles. Alles kommt nochmal hoch. Jeder Mensch, den wir losgelassen haben, alte Verletzungen, Kindheitsgeschichten, es kommt alles und zeigt sich und sagt, ich möchte gesehen werden und ich möchte beweint, betrauert, wertgeschätzt, beschrien, was auch immer wir tun können werden, damit ich gehen kann, weil ich nicht als Blockade in dir sein möchte. Das möchten unsere Gefühle und unsere alten Stories nicht. Und deswegen wundern wir uns vielleicht, dass wir plötzlich nochmal daran denken und nochmal diese Geschichte erzählen und plötzlich nochmal weinen müssen, weil dies oder jenes geschehen ist, wo wir dachten, das ist abgearbeitet. Alles kommt hoch. Der Kanaldeckel ist offen und es kommt, präsentiert sich in voller Größe. Ja. Und es ist ein Geschenk. Wir miteinander können uns helfen, füreinander da sein, uns stützen und uns auch gegenseitig Verletzungen zeigen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind in diesem Kreis unseres Seins oder unserer Wahrnehmung, unserer Empfindungen. Und wir sitzen in dem Kreis. Aber die anderen, die sehen ihn von außen. Diese Perspektive haben wir gar nicht. In der Psychologie nennt man das den blinden Fleck. Das ist das, was wir an uns nicht sehen können. Das können auch Verstrickungen sein. Das können Verhaltensweisen sein, an denen andere sehen. Da sitzt bei ihr noch was. Wenn dieses Thema kommt, reagiert sie immer so. Und das weiß sie gar nicht. Und durch das Feedback ist ein Geschenk.
wir dürfen da gar nicht immer so unwirsch reagieren, weil wir denken, der redet uns rein. Feedback ist immer ein Geschenk, auch wenn es weh tut und uns gar nicht gefällt. Eine gesunde Rückmeldung über unser So-Sein ist nicht immer eine negative Bewertung, wo wir sagen, bewerte doch nicht, sondern es ist ein manchmal beschissen verpacktes Geschenk. Die Verpackung ist manchmal beschissen, ja. Aber wenn ihr es auspackt und merkt, es bringt euch eurem Kern, eurer Seele wieder ein Stück näher, dann ist es einfach erleuchtend und erhellend und weiterführend für uns. Und deswegen brauchen wir uns gerade. Und wenn wir uns begegnen in einer intimen, vertrauten, liebevollen und innigen Runde, wie in so einem Call, wo wir uns sehen können, oder die Menschen, die sich nicht zeigen möchten, ist doch okay. Aber wir sehen, er ist da und man sieht seinen Namen. Und es ist ein vertrauter Rahmen, in dem wir uns öffnen können. Und die Bewertungen, darüber möchte ich nochmal ein extra Thema machen. Bewertung, Beurteilung, Verurteilung, das nochmal zu trennen, weil da gibt es große Unterschiede. Aber dem anderen auf die Sprünge zu helfen durch ein Feedback, durch ein Hey, du kommst bei mir gerade so und so an. Was ist das? Schau mal bei dir rein. Das brauchen wir jetzt in dieser Zeit sehr. Und deswegen denke ich, ist es eine sehr schöne Idee, ein sehr schöner Impuls, dass wir dies als Gemeinsamkeit, als gemeinsame Begegnungsstätte einrichten. Deswegen schlage ich uns vor, Quatsch, uns, ja, mir auch, dass wir das einfach mal machen. Wir machen ja jetzt einfach nur. Nicht mehr lange denken und planen und überlegen, wie machen wir das, geht das, wie viel Uhr, schwierig. Kommen manche mit der Technik zurecht. Wir gehen ganz entspannt das an, tun es und schauen, was passiert und wie es uns damit geht. Ich freue mich auf jede einzelne Seele, die dabei ist und weiß einfach, dass uns das gut tun wird, dass es unsere Seele streichelt und heilen lässt. Denn bitte vergesst nicht, wenn wir uns heilen, heilen wir die anderen. Und wenn wir uns und die anderen heilen, heilt die Welt. Und das ist jetzt das Allerwesentlichste überhaupt, was wir tun können in diesem Chaos, was gerade herrscht auf dieser Welt und was für mein Empfinden wirklich die Heilung bringt. In diesem Sinne sage ich euch jetzt für heute Adios. Dios heißt Gott und umarme euch und danke euch für euer Dabeisein. Oh Gott, das hört sich jetzt gerade pastoral an. Normal ende ich ja immer lustig und mit Musik. Das möchte ich heute mal nicht. Aber ich möchte auch nicht so heilig enden. Ich möchte einfach, dass wir alle leuchten, dass wir glücklich sind, dass wir uns frei fühlen, dass wir unser Inneres wieder zeigen. Das möchte ich. Und jetzt mache ich hier Schluss.
Mua.